Heute haben wir für Sie folgende Themen: mobile Hochvakuum-Absauganlage, sichere Wurzelschweißung mit Schweißspaltklammer, Synergieeffekte bestens genutzt und Schleifarbeiten in der Schweißtechnik. Und damit herzlich willkommen zu DVS TV. Theka hat mit dem neuen Dust2 eine mobile Hochvakuum-Absauganlage entwickelt. Sie eignet sich insbesondere für den Einsatz an Schweißpistolen mit integrierter Absaugung. Das Gerät erfasst trockene Stäube direkt an der Entstehungsstelle und filtert gesundheitsgefährdende Stoffe aus der Luft. Damit ist ein wirksamer Arbeitsschutz für Mitarbeiter gewährleistet. Dust2 hat zwei Hochdruckturbinen mit einer Pressung von bis zu 20.000 Pascal für eine hohe Absaugleistung. Die Filterpatrone der Kategorie BAM filtert Schadstoffe zu mehr als 99%. Sie lässt sich manuell oder auch automatisch abreinigen und ist lange verwendbar. Die Schadstoffpartikel werden in einer Staubsammellade aufgefangen. Das 25 Kilogramm leichte Gerät ist mit Rollen ausgestattet. Es lässt sich daher optimal an häufig wechselnden Arbeitsplätzen oder für Montageeinsätze nutzen. Die Startup-Firma Palige Schweißtechnik hat zusammen mit Liebherr Mobilkrane eine Schweißspaltklammer aus dem Schweißzusatzwerkstoff Nimocro IG entwickelt. Diese wird vor dem Positionieren von Bauteilen stirnseitig auf die Bleche geklemmt. Durch den Durchmesser der Klammer entsteht ein definierter Wurzelspalt auch bei größeren Nahtlängen. Beim Heften der Bauteile verhindert die Schweißspaltklammer die Kontraktion des Wurzelspaltes durch die Heftstellen. Die nahtseitige Hälfte der Klammer kann nach dem Heften entfernt oder mit dem Lichtbogen aufgeschmolzen werden. Das Schweißergebnis zeigt eine ausgeprägte Abflachung der Nahtwurzel und einen günstigen Härteverlauf. Dadurch wird die Kerbwirkung vermindert und die Schwingfestigkeit von Baugruppen erhöht. Palige Schweißspaltklammern sind für alle unlegierten und Feinkornbaustähle bis S960 geeignet. Sie werden in den Durchmessern 2, 2,4 und 3 mm angeboten und eignen sich für Blechdicken von 4 bis 40 mm. Im Januar öffnet die Arabia Essen Welding & Cutting in den Hallen des Dubai World Trade Centers erstmals ihre Pforten. Die neueste Veranstaltung aus der Messefamilie Schweißen und Schneiden fand gemeinsam mit den Fachmessen Techno Arabia und Tube Arabia statt. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 4000 Quadratmetern präsentierten rund 290 Aussteller aus 27 Ländern neueste Produkte, Dienstleistungen und Technologien aus der Schweiß- und Fügebranche. Das Gemeinschaftsprojekt der Messegesellschaften Düsseldorf und Essen sowie des lokalen Veranstalters Al-Fajir wurde von Ausstellern, Besuchern und Messeexperten als sehr erfolgreich bewertet. Gemeinsam erreichte das starke Trio knapp 3.500 Fachbesucher. Fachlich kompetent unterstützt wurde die Messe durch den DVS, der auch den hochkarätig besetzten Fachkongress Future of Welding veranstaltete. Für 2015 ist bereits eine Folgemesse geplant. Heute möchten wir Sie auf interessante Tipps aus der Praxis des Schleifens hinweisen. Denn für den Metallbauer spielt neben dem Schweißen auch das Schleifen eine wichtige Rolle. In unserem neuen Praxistipp zeigen wir Ihnen als Alternative zum Brennschneiden die Anarbeitung von Schweißfugen durch Schleifen. Erfahren Sie, wie Sie zugängliche Fugen komplett durch Schleifen herstellen können. Ohne große Wärmeeinbringung können saubere, glatte und trockene Fugenflanken erzeugt werden. Auch Verunreinigungen, die beim Schweißen einzelner Lagen entstehen, werden durch Schleifen entfernt. Ebenso werden Schweißnähte durch Schleifen dimensioniert, das heißt, die Schweißnahtüberhöhung wird durch Schleifen abgetragen. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ohne Abkühlphase direkt nach dem Schweißen schleifen können. Eine interessante wirtschaftliche und technische Lösung in der Fertigung. Schauen Sie rein in unseren neuen Praxistipp. Das war's von mir und DVS TV. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen eine entspannte Zeit.